I'm look good. Good. Wer bin ich? Ja. Wallah, billah, hab ich Auge gemacht. Shining Eyes. Shining Eyes. Shine bright like a diamond. Okay. Ja, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Wir reagieren heute, ja, auf, ja, das, neueste Video von Arafat auf den zweiten Teil. Mittlerweile sogar schon ein dritter Teil draußen. Wir sind leider ein bisschen zu spät, so wie immer. Arafat Abu Chaka spricht Klartext, Hashtag 2, Akte K1. 51 Minuten, sind wir mal gespannt, Digga, was uns hier erzählt wird. Also, let's go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hallo alle, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's alhamdulillah gut. War ein schönes Wochenende. Ich will euch auch gar nicht so auf die Folter spannen. Ich mache 1,25, Leute, also die nächste Stufe von Geschwindigkeit. Bisschen schneller. Achlet! Wir fangen. Letztens habe ich ja was angeschnitten, was Animus angeht. Und er konnte es ja nicht lassen und musste gleich seinen Tweet daraus. Überspiel von Siegel, er guckt zu, aber ist nicht schlimm. Ich will kurz das Thema Animus anschneiden. Ich will. Sagt dir, ob zu schnell ist. Das ist gerade mal von 1 auf 1,25. Weil das Video geht lange. Wie gesagt, ich habe eigentlich nie was gegen den gehabt, aber er muss ja irgendwie, weil er jetzt mit Bushido rumläuft und denkt, er ist Phönix aus der Asche, aber er bleibt Asche, er wird nie ein Phönix, muss er Partei beziehen, obwohl er mich gar nicht kennt. Das ist ja das Schlimme. Er kennt mich nicht, er hat eine Seite, ja, und er hofft sich, weil er jetzt gerade mit ihm ist, muss er Partei beziehen. Und das, Animus, habe ich bei dir nicht gemacht. Weil jetzt erzähle ich mal kurz und bündig mal die wahre Geschichte. Animus war, glaube ich, ich will nicht lügen, knapp 2 Jahre hier in Berlin. Ich habe ihn nie gesehen. Ich hatte nie einen Kontakt mit ihm, nicht. Wer ist Animus? Animus ist ein Rapper, der gesigned bei Bushido war. Und darüber wird jetzt gesprochen. Wir haben mit Flair lange gearbeitet und irgendwann ist der Vertrag von Flair abgelaufen und Flair wollte nicht verlängern. Er wollte ein eigenes Ding machen. Verständlich, alles cool. Sind trotzdem Freunde geblieben, er und Bushido leider nicht. Und dann hat Animus, glaube ich, ist mit Flair knapp 2 Jahre rumgelaufen, hat Songs gemacht, Beats gemacht, whatever. Lange Rede, gar keinen Sinn. Irgendwann rief mich, stimmt Animus, irgendwann rief mich jemand an und hat mich gefragt, ob ich Flair kenne. Oder mit Flair zu tun habe. Ich habe ihm gesagt, nein, wir arbeiten nicht mit Flair, aber er ist ein Freund von mir. Weil du ja geschrieben hast, er ist ja unter meinen Fittichen. Nein, er ist nicht unter meinen Fittichen gewesen. Dann sagte ich, warum, wo ist das Problem? Ja, können wir uns sehen. Ist ja kein Problem, wir können uns gerne sehen. Also haben wir uns am Kudamm getroffen. Das war, glaube ich, Spätsommer 13. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht festlegen. Dann kamen die, bei Jungs, den einen kennt ich sehr gut, den anderen kannte ich gar nicht. Und habe gesagt, wo ist das Problem? Weil einfach hier nach Berlin zu kommen, weil du Verwandte hast und Flair aufzusuchen, ihn auf die Fresse zu schlagen, lassen, weil angeblich Flair Animus Geld schuldet, weil er 8-mal vertreten war auf seine EP oder keine Ahnung, auf irgendein Album. Da meinte ich, okay, dann hat er mich gefragt, ob ich was mit ihm zu tun habe. Ich meine, nein, geschäftlich habe ich nichts mit ihm zu tun. Ich habe auch nicht so einen Kontakt zu Flair gehabt, aber er ist trotzdem Freund. Und wenn du schon so kommst und sagst, hey, der kommt extra vom Westerstadt, ihn zu schlagen, also so läuft das nicht. Das macht man nicht. Da meinte ich, um was geht's? Dann hat er gesagt, Animus kriegt Geld von Flair. Dann habe ich Flair angerufen. Ja, was geht? Ja, alles gut, okay. Hier sind 2 Leute. Die haben anscheinend ein Problem mit dir. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich gesagt, die wurden von Animus geschickt. Ich habe nur eine Frage. Bist du bereit, wenn du schuldig bist? Also wenn Animus wirklich Recht hat, bist du bereit, ihm sein Recht zu geben? Also ja, bist du. Also ja. Bis hierhin, wenn die Geschichte stimmt, muss man sagen, sehr fair geschlichtet. Also sehr erwachsen geklärt, dieses Problem. Weil wenn du sagst, nein, ich bin nicht bereit, dann ziehe ich mich weg, ja, und dann macht immer, was immer ihr wollt. Richtig so. Nein, ich bin bereit, alles cool. Er hat mich natürlich gefragt, warum, wieso, weshalb, habe ich ihm kurz erzählt. Dann kam er zum Kudamm in die Knesebergstraße, bei Fancy saßen wir. Und dann hat der Kollege von Animus anrufen. Ich habe da mit Animus geredet. Ich meine, hey, das ist nicht die feine englische Art, dass du irgendwelche Leute hier schickst, dass sie Flair vermöbeln. In den Medien, wie es rumgesprochen ist, einer von den Großfamilien. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Da meint er, ja, er schuldet mir Geld und bla bla bla. Wir haben Verträge. Ist doch in Ordnung, wenn du Verträge hast. Ist doch einfach, wenn du Verträge hast, dann zeig die Verträge. Und ich gebe dir mein Wort. Ja, der sitzt neben mir, er wird dir dein Geld geben. Da meint er, okay, wo soll ich hinschicken? Da habe ich gesagt, hör mal zu. Als Flair seinen Anwalt angerufen, weil es war irgendwann anwaltlich, weil er ist schon gegen ihn anwaltlich vorgegangen. Aber nicht wegen Kohle, sondern wegen Videos, die er runtergenommen hat von YouTube, die er mit Flair gedreht hat. Also du musst dir vorstellen, er dreht mit Flair Videos, hat keine Verträge mit ihm. Flair wollte ihn pushen, ja, ist eigentlich ganz normal. Und dann droht er ihn mit den Videos. Dann meine ich, hör mal zu, wenn du wirklich Verträge hast, wo drin steht, schwarz auf weiß, dass du pro Song drin steht, was du kriegst, du wirst dein Geld kriegen. Okay, schicke ich morgen. Dieser Tag, wo er gesagt hat, schicke ich morgen, bis heute hat er sich nicht mehr gemeldet. Bis heute hast du dich nicht gemeldet. Hast du weder einen Vertrag geschickt, das hat sich dann erledigt. Dann kam auch der sagte Freund, dein Freund, dem bekannten Freund von mir, zu mir hat er gesagt, hör mal zu, scheiß auf ihn. Ja, er wird nicht schicken, er ist ein Lügner, ja, sagt Flair, alles in Ordnung, alles gut, alles klar, wäre sowieso alles gut gewesen. Das war's mit dir, Animus, nichts anderes. Weder lüge ich, wie du in deinem Post schreibst, weder erzähle ich irgendeine Scheiße, weder noch irgendwas, du interessierst mich eigentlich gar nicht. Und dieses immer, ja, wo Flair danach zur Polizei gerannt sind, Mann, du bist ja fast ein Bulle. Rede doch nicht über andere, wenn du nicht besser bist. Du redest über mich angeblich, weil ich ihn unterdrückt habe, warst du
Du bist fast ein Bulle, sagt er. Du dabei? Erzählst, ich hätte ihn erpresst. Warst du dabei? Seine Familie bedroht. Warst du dabei? Guck mal, du, wir sind, also ich sehe dich als Muslim, Alhamdulillah. Ich sage nicht, dass du kein Muslim bist, um Gottes Willen. Steht mir nicht zu. Aber als Muslim, ja, von Muslim zu Muslim, hör dir immer zwei Seiten an und dann urteile. Und nicht, wo dein Vorteil ist, weil du gerade einen Vorteil von ihnen hast, dass du Partei beziehst. Okay? Ich sag's dir nur, weil wenn du einem Menschen Unrecht antust, wirst du diesseits noch bestraft. Nur zu deiner Information. Wie gesagt, ich habe nichts gegen dich. Nimm einfach meinen Namen nicht in deinen Mund und alles gut. Sonst, ich hätte dich nicht... Das heißt für mich so ein bisschen paradox. Wenn du einem Menschen Unrecht antust, dann wirst du diesseits noch dafür bestraft. Also... Ja. Okay, danke. Das wollte ich nur sagen. Redest, zeigst immer mit dem Nacken, Finger auf andere. Du warst oder bist nicht besser. Nur zu deiner Information. Okay? Und diese Manuelsen-Sache zwischen dir und Manuelsen. Ich hätte eine Meinung, aber weißt du was? Ich spaß ihm. Das ist euer Ding. Ja, naja. Ihr wart dicke Bunnies. Ihr hättet, egal wie, alles klären können. Du wolltest es auf der anderen Schiene machen. Dein Ding. Ich werde mich da nicht einmischen. Das ist das Thema Animus. Und für mich ist das Thema auch abgeschlossen. Egal, was du jetzt in Zukunft postest, machst, tust, ja? Ich werde dich nicht mehr erwähnen. Okay? Dir obliegt es, ob du das machst oder nicht. Inshallah. Wenn man sie sieht, entweder man sagt sich Hallo oder man sagt sich nicht Hallo. Das war's. Akta Salam Alaikum. Jetzt seid ihr gespannt, mit welches Thema ich anfange. Ich habe gegrübelt, geguckt und überlegt, mit wem ich anfange. Ich fange mit K1 an. Ihr werdet euch jetzt denken, ja, warum fängt er nicht mit denen und denen an? Es wird später, ja, wird es alles einen Sinn machen. Wie habe ich K kennengelernt? Weil viele haben auch geschrieben, hatte K damals recht, hatte K damals recht. Also ich erzähle euch mal, das war 2000, irgendwie zwischen... Jetzt bin ich aber echt mal gespannt auf diese... Auf diese Beef-Zeit damals. Das war ja, glaube ich, so mit der heftigste Beef überhaupt, ja, K1 und Bushido. Da wurde K1's Lied gesperrt von Bushido und so weiter, was voll durch die Decke ging. Mal gucken, was jetzt Arafat dazu zu sagen hat. 2005 und 2007. Irgendwo da habe ich ihn kennengelernt. Ich glaube, er hat gesigned 2007 bei S, guter Junge. 5-Jahres-Vertrag hat er damals bekommen. 5 plus 7 sind bis 2012, genau. Wir waren damals bei, sind ein paar Mal nach Köln geflogen, Bushido nicht, oder gefahren, besser gesagt. Und Bushido, der ja immer sagt, er ist der war ja immer der Unterdrücker. Der hat in einer Suite gelebt in Köln. Ich habe bei Echo in der Wohnung geschlafen, aber nicht, weil ich es nicht leisten konnte oder nicht durfte oder so. Mir war das, ich bin immer Gott sei Dank auf dem Boden geblieben. Ich musste keine Suite haben, ich musste nicht irgendwo in den besten Hotels sein, dass ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, von wo ich herkomme und ich weiß, wer ich bin. Wir sind damals zu Echo geflogen, weil Echo für Bushido damals geschrieben hat. Es war damals so, Santino war der erste Mann, der für Bushido geschrieben hat. Und dann hatte Echo eine Krise, die hatten Kontakt. Er war schon mal da. Und so sind wir öfter sozusagen nach Köln geflogen. Und so habe ich auch Kay kennengelernt. Kay war so ein Komiker, der hat immer alle Rapper nachgeahmt. Der war nicht schlecht, er war ein guter Freestyler, war ein lustiger Typ. Sehr, sehr schlank. Ja, und hat natürlich so auf uns hochgesehen. Oh, wow, die Berliner kommen und ganz groß und bla, 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 bla. Ich habe gesagt, ey, bleib ruhig, alles cool. Immer wenn er mich gesehen hat, ey, wie geht's, bla, 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 gut so. Weil Bushido hing ja mit, Echo ging öfter mit zu Bushido ins Hotel und haben geschrieben. Ich war dann mit Echo... Echo ging öfter mit zu Bushido ins Hotel und die haben geschrieben. Hat Echo geschrieben oder die beiden? Mit Orhan, Hakan, der hatte noch einen Bruder, der hat auch gesungen, glaube ich, ja, der hat gesungen. Und da habe ich Bero Bass kennengelernt. Wie heißt der Kollege von Bero? OG, glaube ich. Die habe ich auch kennengelernt. Ich habe sozusagen die ganzen Kölner kennengelernt. Breim habe ich kennengelernt. Ramin, der vor kurzem, Rahmatullah Ali, verstorben ist in Iran, den habe ich... der ermordet wurde, den habe ich auch da kennengelernt. Ich habe eine ganze Reihe, die aus sehr, sehr viele Leute aus NRW kennengelernt. Ich war sozusagen mit den Leuten. Bushido hatte so mit den Leuten gar nichts zu tun. Der war im Hotel. Wenn er kam, war er immer kurz angebunden und war sehr, sehr hochnäsig und arrogant. Und ich habe immer den Leuten, ja, die haben mich immer gesagt, warum ist denn der so? Ich meine, ach, ist egal, der ist schlechte Laune. Ich habe ihn immer irgendwie durch die Blume verteidigt. Aber er ist ja nicht Thema. Thema ist ja Kay. Irgendwann, ich glaube, nach dem Kennenlernen von Kay, habe ich ihn, ein paar Monate später, glaube ich, habe ich ihn Café Al-Bustan gesehen. Ich komme ins Café rein, auf einmal sehe ich, ich sag, hey, was macht Kay da? Ich so, was machst du hier? Also, ich zieh jetzt nach Berlin. Ich so, weiß das. Aber Echo? Er meinte, ja, du hast keine Ahnung, was Echo mit mir gemacht hat. Typische Leier. Ich musste ohne Strom schlafen. Er hat mir nichts zu essen gegeben. Ich habe mir so gesagt, ja, aber Echo ist auch nicht sein Vater und seine Mutter. Wir wussten, dass Echo selber Probleme hatte. Echo war zu seiner Zeit, hat sehr, sehr viel, auf jeden Fall Gruß an Echo, sehr, sehr viel geraucht, haschisch und wollte sich irgend... Gruß an Echo, ja, der hat sehr viel geraucht, haschisch. Ja, warum sagt man das aber? Irgendwie ausreden, warum er hier war. Ich meinte, ja, komm mal zu, okay, ich mag dich, bist ein lustiger Typ, aber dass du so einen Bitch-Move machst, warte kurz. Bushido meinte zu mir, aber der will bei uns sein. Ich meinte, es ist mir egal, ob er bei uns sein will oder nicht, das macht man einfach nicht. Es gibt Sachen, die man nicht macht. Bushido hat sich damals irgendwie kurz mit Echo etwas gestritten, aber da Echo so gastfreundlich war und wir waren bei ihm und ja, ich habe das nicht verstanden, was hinter den Kulissen ist, also zwischen denen. Ich wurde nie auch, die Leute haben mir nicht immer gesagt, was
in dem Moment, was der Streit war. Deswegen wusste ich es immer ein bisschen später. Dann habe ich Echo angerufen. Ich meinte, yo, was geht? Ja, gut, wie geht's hier? Ich meinte, ich will dir noch was sagen. Ich so, was denn? Kay ist hier. Ach, echt, ja? So, ja. Und der will bei uns sein. Was sagst du dazu? Er meinte, weißt du was, wirklich so sinngemäß, ich habe meine eigenen Probleme und scheiß auf ihn. Meinte, ey, wenn du nicht willst, wirklich, weil wir waren bei dir, wir haben aus einem G-Style, genau, danke. Wir haben aus einem Teller gegessen, du warst sehr, sehr gastfreundlich. Ich habe bei dir geschlafen, ich habe die ganzen Jungs kennengelernt, weil ich bin nicht so großgezogen, dass ich so jemand Kasche mache, tue. Er und Bushido haben schon hinten rum im Internet rumgesurft. Das habe ich auch viel, viel, viel später erfahren, davon abgesehen. Er meinte, weißt du was, Arafat, ich danke dir auf jeden Fall. Tu mir einen Gefallen, signed ihn, soll der Junge glücklich werden. Ist okay, aber wenn du willst, wenn wir ihn zeigen, können wir so irgendwie einen Vertrag legen, dass du mitverdienst, weil er kommt ja von dir, weil er hat ja viel von dir gelernt. Nein, nein, weißt du was, scheiß auf den. Bist du sicher? Also 100%. Krass, dass der Kerl einfach so abgegeben hat. Bist du auch nicht sauer? Nein, auf keinen Fall. Habe ich dein Wort? Mein Wort. Gesagt, getan. Okay, habe ich gesagt, er hat nichts dagegen, alles cool. Er hat einen Vertrag unterschrieben bei Er ist guter Junge. Er ist guter Junge wurde 2004 oder 2005. Wer kennt noch diese Primezeit, Digga? Bushido, Cosimo, K1, diese ganzen Vlogs, wie die zu Hause mal Scheiße gebaut haben und so weiter, wie die mal Cosimo geärgert haben. Gegründet. Ich bin erst in 2007 reingegangen, mit 30% als Gesellschafter. Bushido war Geschäftsführer und mit 69% Gesellschafter und 1% war Dibu drin. Wie gesagt, getan, er hat unterschrieben. Dann habe ich erstmal, glaube ich, ungelogen, okay, über ein Jahr oder anderthalb Jahre so gut wie nie gesehen, wirklich. Ganz selten. Den hat Bushido ziemlich klein gehalten bei sich in der Wohnung in Mariendorf. Und ja, Bushido kam aber jeden Abend in Alsbrustan. Hat Shisha geraucht, hat Karten gespielt. Ich war damals in meiner ersten Ehe, war ich noch verheiratet. Bin immer früher nach Hause gegangen, weil ich hatte 3 Kinder. Und ja, hab mich dann so, ich habe gesagt, ich bin Familienvater, ich gehe nach Hause. Meine Frau, meine Ex-Frau, damals wollte sie nicht so alleine lassen. Gehört sich auch nicht. Dann war Echo am Kay an Bord. Irgendwann nach anderthalb Jahren kam einmal Kay mit Bushido ins Café. So, ey, warum sieht man sich nicht? Ja, keine Ahnung, ich bin nur zu Hause, bin am Schreiben, bin am Machen, bin am Tun. Aber du kannst doch mal rauskommen. Komm doch öfter raus. Dann meinte er, ja, ich weiß nicht, der, immer wenn ich rausgehe, flippt Bushido aus. Also, du bist doch nicht seine Punkt, Punkt, Punkt. Krass. Du kannst kommen, wann du willst. Und so kam er öfter. So habe ich mich mit Kay ziemlich gut, wirklich ungelogen, richtig krass, der ist mir richtig krass ans Herz gewachsen. Der war lustig. Der war zur damaligen Zeit, also dachte ich, dass er loyal war. Der war, ich habe seine Mutter kennengelernt, seinen Vater kennengelernt. Ich habe nie verstanden, warum Bushido das nie von alleine gemacht hat. Wir hatten Zeiten, wirklich, wir haben uns totgelacht. Wir sind nachts von Club zu Club gegangen. Wir haben so viel Scheiße gebaut, wir haben so viel gelacht. Ich muss immer ein bisschen nachdenken. Ich will nichts Falsches sagen. Ja, viele, wie der eine schreibt, viele sagen sich auch bestimmt, ja, wie konntest du dich mit Bushido dann die ganze Zeit umgeben? Bushido ist ein Künstler, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, der sehr gut verstellen kann. Sehr, sehr gut verstellen kann. Und immer gab es so eine, aber ich komme dazu. Irgendwann sind wir auf Tour gegangen, er ist mitgegangen. Und wie gesagt, ich war auf Tour mit Bushido, bin ich erst 2007 mitgefahren. Leider viele Menschen so. Ich habe auch einige Menschen kennengelernt. Egal welche Art von Künstler, wo man sich dann denkt, so krass, okay, der ist ja gar nicht so, wie man sonst denkt. Ich habe auch von zum Beispiel sehr vielen anderen Rappern mitbekommen, die mit anderen Rappern gechillt haben, die man vielleicht feiert. Der ist Möglichkeit so und so. Der hat mich so und so behandelt. Leider, klar. Das, was man im Internet sieht, so sein, vielleicht, keine Ahnung, Idol, Vorbild, die Person, die man feiert, supportet. Die zeigen sich immer von der guten Seite. Aber leider ist es bei vielen so, die sind dann einfach privat so richtig beschissen, Digga. Davor bin ich nicht einmal mit auf Tour gegangen. Nicht ein einziges Mal. Bushido hat mir sozusagen die Waffe auf die Brust gelegt und hat gesagt, hör mal zu, ich wurde in Hannover angegriffen, 2007. Es war Hannover und dann nach Berlin. Er meinte, ey, das geht nicht. Geht auf keinen Fall, dass ich überhaupt angegriffen werde. Weil wir waren ja immer nur auf Tour und haben gesagt, was geht? Wie ich bin, Nayat? Wallah, keine Ahnung. Frag Fahima, Nora, Mediam, die ganzen, die sehr oft mit mir waren. Ich bin eigentlich ein offenes Buch, Digga, so Privatvideos eigentlich alles mal gleich bei mir. Ja, mach dies, mach das. Die haben ja nie was gemacht. 2007, von Hannover nach Berlin, so bin ich mit Faisal, Yasser und ich bin dann mit auf den Tourbus gegangen und sind dann, ab dem Tag sind wir immer mit auf Tour gegangen, immer. Jedes Mal, weil er es unbedingt wollte, weil er Angst hatte, dass er nochmal geschlagen wird auf der Bühne oder irgendwas ihn angetan wird. Er sagt, ey, ich bin Gangster-Rapper, unantastbar. Ah, ja. Ich habe sofort verstanden, habe meine Sachen gepackt. Berlin, habe damals meine Frau gesagt, ey, geht nicht, ich muss diesmal mit. Das und das passiert, bla bla bla, okay, darf nicht passieren. An seinem Image darf kein Kratzer sein. Absolut null. Er muss immer High Society Level sein. Das glaube ich, habe ich mal erzählt. Dann waren wir. Ja, ist wichtig bei Rapper. In Berlin. Tour war. Deswegen zahlt man auch dieses gewisse Schutzgeld, Leute. Du brauchst als Rapper einfach Leute, die deinen Rücken machen, die deinen Schutz machen, sei es irgendwelche Clans aus dem Ruhrpott oder sonst was. Weil du als Rapper kannst dich vielleicht nicht selber verteidigen. Du hast nichts drauf, du hast keine Kontakte, keinen Rücken, wie auch immer. Oder gehst du zu einer Familie. Und dann sagst du, hey,
Ich bin Rapper, ich brauche Schutz. Wenn was ist, will ich euch anrufen, dass ihr sofort die Sache für mich klärt. Mich soll keiner anpacken können. Wenn ich auf Tour bin, macht mein Security, wie auch immer. Und dann gibt es einen Vertrag und die zahlen dann halt entweder vom Gewinn, was sie haben, oder wie auch immer, zahlen die so und so dementsprechend eine Summe an die. Und am Ende des Tages kommt es dann aber immer zu Streitigkeiten, weil dann vielleicht mehr verlangt wird oder keine Ahnung. Und ja, so ist es halt. Der Rest kennt ihr, Leute. Das Konzert war zu Ende, wir wollten so in den Bus gehen, wir gehen in den Bus rein und dann irgendjemand von den Jungs wollte in einen Brotkorb rein und dann kam Tim Böning war das. Ey, so geht das nicht. Okay, an, soll das nicht gehen? Ja, das ist der Kopf von Bushido. Wie der Kopf von Bushido? Ja, das ist für alle anderen der Kopf sozusagen, aber das ist der Kopf von Bushido. Ihr macht Unterschiede? Ah ja, das ist alles Bushido und das dürfen wir benutzen. Krass, ich schwöre, ich habe so richtig Schock bekommen. Da habe ich mir den Korb genommen. So, wer hat denn Lust auf diesen Korb? Da meinte der eine, nee, das ist der Kopf von Bushido. Ich meinte, es gibt hier nicht Bushido, ich, du, er. Wir sind alle mit auf Tour und wir sind alle gleichberechtigt. Wenn er das essen darf, darfst du das auch essen. Wenn ich Filet essen darf, darfst du auch Filet essen. Ganz einfach. Nee, aber die Hierarchie ist hier anders. Ich meine, ja, die Hierarchie, es kann sein, dass sie anders war. Aber ich mache sie wieder anders. Wir sind alle gleich. Dann hat Brotkorb verteilt. Ich schwöre bei Allah. Er kam runter von seiner Kabine und guckt auf seinen Korb. Wo ist mein Brot? Auf ihn guckt das. Und es verteilt. Ach so, okay, na, nicht schlimm. Manche, aber da gibt's noch Käse. Oder erst mein Bruder sagt, da gibt's noch Käse. Also, okay, dann nehme ich ein Käsebrot. Und guckt er so Tim an. Ich meine, Tim, aber du hast doch gesagt, gibt's Hierarchie. Und er so, wie gibt's Hierarchie? Was erzählst du? Du Vollidiot. Immer gleich runterschaukeln, ja? Der andere war der Vollidiot, ja? Und er ist nie der Vollidiot gewesen. Kay, im wahrsten Sinne des Wortes, sagt, Gott sei Dank kommst du mit auf Tour. Ist so, warum? Ich meine, du hast keine Ahnung, was er für ein Unterdrücker ist. Ich meine, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil ich kenne Bushido nicht. Er meint, Arafat, in deinem Beisein ist er anders. Wenn du nicht dabei bist, ich schwöre dir, sagt er mir, ein Diktator. Du musst dir vorstellen, wo wir. Krass. Mit auf Zugang sind, die ganze Crew, Kay, alle, die waren wie befreit. Komplett frei. Kennst du so Leute, so, die einen Freigang hatten und beobachtet sind, was machst du, Haken, die waren frei. Auch Bushido war, der meinte, Kay, der ist ja voll locker und dies und das. Wie gesagt, ein Künstler der Verstellung. Vielleicht hatte ich auch meine rosa-rote Brille an oder keine Ahnung, dass ich das nicht sofort gesehen habe, weil ich kannte ihn ja nicht so, wenn ich dabei war. Kay wollte dann irgendwann mal sein Album machen, habe ich gesagt, ja, mach. Bushido hat es versucht zu verhindern, weil er war sein Schreiber, er musste ja zwei Alben machen, war schwer. Übrigens, egal was Kay geschrieben hat, Kay hat immer sein Geld bekommen. Immer. Ich glaube, der hat über 20.000 Euro pro Album bekommen. Ich sag jetzt, oh, so wenig. Ich wollte gerade sagen, das ist ja gar nichts. Damals war es für Kay war viel, weil Kay war ein Profi im Schreiben. Er ging ruckzuck. Dann hat Kay gesagt, ja, kann ich das bitte in einzelnen Schritten haben, jeden Monat 1,5. Ich so, warum ist dein Geld? Nein, nicht, dass er alles ausgebe. Ist okay. Kay hat das erste Mal Geld gesehen, erste Mal Geld verdient. Dann, glaube ich, sind wir von Natur zurückgekommen und sind in so einen Club gegangen. Dante, hieß Dante, ist in Mitte gewesen. Und dann haben wir Santino gesehen. Ey, Santino, wie geht's? Blablabla, bla, bla, gut, gut. Und beide waren ja gute Freestyler. Und dann meinst du natürlich, ja, warum signed ihr mich nicht und so? Dann meinst du, weißt du was, Santino, man sagt über dich, du bist ein richtig krasser Freestyler. Also ja, ich meine ganz ehrlich, wir haben mitten im Club, haben die beiden ein Battle gemacht. Ich meinte, weißt du was, macht ein Battle. Wenn du Kay schlägst, kriegst du einen Vertrag. Also habe ich mein Wort, ich meine, du hast mein Wort. Fing Santino an zu rappen, ja, Freestyle. Ich so, krass. Und dann meint Kay, bist du jetzt fertig? Also ja, Kay hat ihn in Grund und Boden zerstört, was Battle. Wirklich zerstört. Er hat selber gesagt, er hat sich entschuldigt sogar und hat sich umgesetzt gegangen. Alles klar, wir haben uns totgelacht. Geil. Das war noch damals richtiger Rap, Digga. Zweiter. Dann fing an, Kay sein Album zu machen. Kay hat sein Album rausgebracht. Irgendwann wollte er bei Bushido nicht mehr schlafen. Die haben sich zerstritten, weil Bushido, Debo und Kay haben eine Wohnung geteilt. Mit mir und meiner Ex-Frau lief es auch nicht gut. Sie ist dann wieder nach Westdeutschland gegangen zu ihren Eltern, weil ihre Eltern kommen von da. Ich habe Gott sei Dank ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern, zu meiner Ex-Frau. Da habe ich Kay gesagt, komm, schlaf bei mir. Also du kannst bei mir wohnen. Und wir haben, glaube ich, 8 Monate zusammen gewohnt. Wirklich rein, raus, immer. Wir waren 24 Stunden einfach safe zusammen. Ich überspringe das mal, weil so die ganzen Fahrten nach Westdeutschland, die Europatour, die wir gemacht haben, mit seinem Vater, mit seiner Mutter, mit seinem Bruder. Ich habe jetzt gehört, dass sein Bruder auch verstorben ist. Ich habe ihm auch gesagt, wo er ausgesagt hat. Obwohl er gegen mich ausgesagt hat, habe ich ihn nach seinem Bruder gefragt, damit er ist verstorben. Habe ich gesagt, ey, mein Beileid. Übrigens hat ihn auch damals zur Lebzeit nicht tangiert, wenn er verschwunden ist. Meine Woche, die haben ihn gar nicht dahin gefragt. Er war drogenabhängig und hat einen Schuss von den Drogen bekommen. Aber war ein eigentlich feiner Kerl. Nur zur Info. Irgendwann hat das Teil und das Geld rausgebracht. Und dann kam sein Durchbruch. Jeder hat das. Ich hab Style und das Geld. Schon gerappt, hoch, runter, hoch, runter. Ich schwöre. Dann kam Ganji. Ganji kam damals mit Taban. Style und das Geld, das war genau unsere Zeit, Digga. Dieser Song kam, wir haben den gepumpt, da wo die Westen an hatten, Bruder, krank diese Zeit. Und ein Freund von mir, Sakur, haben uns aufgesucht. Dann sind wir von der Katzbachstraße sozusagen, genau, von der Katzbachstraße umgezogen in die Yorkstraße. Also war Albus dann in der Katzbachstraße. Ey, Doggis antwortete Nayat im Chat. Dann sind wir umgezogen in die Yorkstraße. Dann kam Sakur und Taban zu mir mit Ganji, haben uns Ganji vorgestellt. Und da meinte er, er würde gerne Bushido und Kay für Club-Shows buchen. Dann habe ich gesagt, okay, Kay angerufen, so, hast du Bock? Ja klar, auf jeden Fall.
würde mal gerne wissen, wie die Gagen damals waren. Heute könnt ihr euch vorstellen, so, ich sag jetzt einfach mal so ein paar Namen, halt so in deren Prime, Meadows, Hamra, keine Ahnung, halt die ganzen so, die alle mal so eine gute Prime hatten, die dabei waren. Da habe ich auf jeden Fall von intern ein paar Leuten gehört, die haben auf jeden Fall 30.000 bis 35.000 pro Auftritt bekommen, aber natürlich auf die Hand, ne? Das heißt Black. Ich würde mal gerne wissen, wie die Summen damals waren, weil mit der Zeit, wie beim Boxen auch genauso, bekommst du halt mit der Zeit immer natürlich mehr Geld. Das wird halt mit der Zeit immer natürlich wie beim Fußball. Guck mal, früher damals R9, wie viel, ne, der gekostet hat, wie viel heute ein Cristiano Ronaldo und vor allem jetzt die Spieler nochmal im Gegensatz zu Ronaldo. Das ist ja alles immer, weißt du, was ich meine? Ihr versteht, was ich meine. Und deswegen frage ich mich so, wie waren eigentlich die Preise damals hier so im Rap? Okay, da habe ich bestimmt gesagt, hast du Bock? Also nee, Clubshows mag ich nicht. Ich mache lieber meine Künstler, soll Kay ruhig machen. Alles klar. Dann hat Kay das angefangen zu machen. Lief ganz gut, erfolgreich. Und pro Auftritt hat Kay 13.000 Euro bekommen. Krass! Walla krass, das wollte ich hören. Danke, endlich. Seelenfrieden, halas. 13.000 Euro. Ein K1 hätte in der Zeit, wenn er diese Prime hätte, vor allem weil er so ein Freestyler war und bestimmt mit der Crowd, weil er bestimmt so dann mit denen so sympathiert hätte und so bestimmt so hier, da, so, so, der hätte locker, ja, mindestens seine 35 bekommen, so. Auf jeden Fall, er wäre top, mit ganz oben dabei. Komm, jetzt fing an der Rubel zu. Ganji hat dann, was Ganji genommen hat, weiß ich nicht. Ich frag euch jetzt bestimmt, warum ich das erzähle. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Geduld haben und dann versteht ihr nachher, warum ich das gerade erzähle. Und wenn gewisse Behörden hier auch mithören, glaub mir, damals für die Rapper bestimmt so 10, 15, 13.000 einfach auf die Hand für Kurzclip-Auftritt. Das macht für die Spaß, die rappen kurz was, kriegen das Geld auf die Hand, das war bestimmt geil für die. Ja, ihr könnt gerne alle googeln, wo Kay aufgetreten ist, okay? Wo Kay aufgetreten, welche Clubs? Hier bis Internet, zeitlos. Also hat Ganji Kay 13.000 Euro fast jedes Wochenende zweimal Kay in Spaß. Und Ganji in Rest? 26 Mille jedes Wochenende, das sind 104.000 im Monat, Bruder. Sorry, 104.000, krass, oder geisteskrank. Den er mehr verdient hat, hat er sich schwarz in die Tasche gegeben. Weil Ganji ausgesagt hat bei der Polizei, dass er zu Zeiten Case nie Schwarzgeld gemacht hat. Dann frage ich mich, warum es nie eine Rechnung gab. Aber mir vorwerfen, weil er seine Haut retten will, weil er, ein Freund, den ich kenne, gesagt hat, Arafat ist ja ein sinkendes Schiff, also kann ich alles sagen, dass ich Schwarzgeld Arafat gegeben habe, dass er von der Steuer runterkommt, okay? Wie gesagt, ihr könnt die Auftritte googeln. Heftig. Googeln, ja, und zu den Veranstaltungen, dann könnt ihr in die Bücher gucken, ob Geld bekommt. Wo Kay dann angefangen hat, Geld zu riechen, hat er sich komplett, absolut komplett, wurde zu einem anderen Menschen. Hat immer nur so gesagt, Bro, nein, so ist das nicht. Dann hat Bushido gesagt, sag mal, wann willst du das nächste Album schreiben? Ja, ich habe viel zu tun und so. Dann hat er das nächste Album geschrieben. Kay hatte noch mehr Auftritte. Irgendwann haben wir uns angenähert, weil sein Vertrag abgelaufen ist. Ihr müsst euch vorstellen, ein K1, ja, wie er aussieht, hätte damals niemand für voll genommen, wenn er nicht bei uns wäre. Den hätte niemand für voll genommen. Niemand. Auch niemand akzeptiert, okay? Er wurde akzeptiert wegen uns. Er hatte absolute Narrenfreiheit wegen uns. Er war in jedem Club wegen uns. Er konnte machen, was er wollte, wegen uns. Bruder, Herzchen, ich liebe dich. Wo bist du? Was machst du? Was tust du? Alles nur wegen uns. Noch nichts Böses drin gesehen. Habe ihn trotzdem wie einen kleinen Bruder gesehen und dann habe ich, wie gesagt, sein Vater hat öfter, ja, wann sind die nächsten Auftritte? Ich meinte, ja, aber du bist doch mit Ganji im Kontakt, bla bla bla. Eike, alles klar, ich verstehe. Grüße mich jetzt erhalten. Eike, liebe Grüße vom Yavi TV, höchstpersönlich mit Sprachfehlern heute auch am Start. Ja, also, schöne Grüße, pass auf, Joe. Ja, Kay sollte auch was abgeben, brauchen wir nicht um den heißen Brei zu reden. Hat immer gesagt, ja, ich gebe was ab, ich sammle das, dann gebe. Ja klar, ja natürlich, vollkommene Freiheit. Wir dürfen wahrscheinlich jeden Rapper anbiefen und brauchen dann irgendwie nicht Schiss zu haben, dass die angegriffen werden. Die haben ihren Rücken, die haben ihren Schutz. Clubauftritte, dies und das wird klar gemacht. Aber klar, am Ende des Tages musst du dann halt die Hälfte an Arafat abgeben. Babys, aber Kay hat nichts abgegeben. Er hat so lange zurückgehalten, dann erzählt er irgendwann, ja, ihr wisst doch alles gar nicht, ich habe so viel Steuerschulden. Hab ich gesagt, warum hat der Steuerschulden, wenn er alles schwarz kassiert? Was für Steuern? Er hat gar keine Steuerschulden. Alles nur Fantasie, um nichts abzugeben. Also, wie gesagt, er hat alles vergessen, was man für ihn gemacht hat. Okay? Alles. Hat ihm einen Status gegeben, den hätte er nie in seinem Leben hätte er den bekommen. Nie. Das so Ganji und Kay. Irgendwann hat Kay Shindy geholt. Shindy durch Kay kennengelernt. Eines Tages, glaube ich, kam sein Album. Er musste ein Album abgeben. Das letzte Album, Prince of Belvedere, was komplett, absolut komplett Shindy geschrieben hat, wo Shindy nicht einen Cent bekommen hat. Hm?
Nicht, absolut nicht. Null, null, null. Gar keinen Cent. Hat Shindy nur von vorn bis hinten angelogen. Shindy habe ich dann kennengelernt. Ganz schüchterner, netter Typ. Wirklich ganz bescheiden. Dann waren wir ein bisschen aus und dann hat er gesagt, hey, Shindy, hol das Auto. Ich dann so, redest du mit ihm? Das ist ein Newcomer. Mit dem muss man so reden. Ich meine, nein, Kollege, du redest mit niemand so. Shindy, du musst nicht so. Wir laufen alle hin und steigen wir ein. Nein, ist kein Problem, weil Shindy war so voll ehrgeizig. Er wollte unbedingt rauskommen. Er hat ja gehofft, dass er bei uns signed. Das war ja seine Hoffnung. Dann waren wir 2011 zu 12 waren wir in Miami. Da habe ich K1 eingeladen mit seiner Freundin damals und die Mutter von Bushido. Die ausführliche Geschichte von der Mutter von Bushido, Rahmatullahi und Bushido, erzähle ich ein anderes Mal. Dann waren wir in Miami. Hatten wir, ich glaube, hatten Videodreh da gehabt und da gab es Diskrepanzen mit irgendwelchem Equipment. Er hatte nicht eine Kreditkarte, die er hinterlegen muss. Dann hat er gesagt, ey, können wir den Kredit hinterlegen? Und die hat irgendwie nicht funktioniert. Bla, 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 bla. Ich habe gesagt, ey, scheiß drauf. Ja, geht nicht so. Ich bin Kay. Was bist du? Komm mal wieder runter. Du bist den Kay, den ich kenne. Und sag mal, was für eine Arroganz. Nein, Bushido ist arrogant. Bushido ist das Arschloch. Bushido hier, Bushido da. Man hat gemerkt, er provoziert einen Streit. Warum? Er will, er hat sich geschämt oder er hatte den Mumm nicht dazu zu sagen, hör mal zu, ich will mein eigenes Ding machen. Was vollkommen okay wäre. Ja, aber nein. Er wusste, dass, wie soll ich sagen, das, was ich für ihn gemacht habe, auch Bushido, er hatte nicht das Gesicht, sozusagen zu sagen, ey, ich will mein eigenes Ding machen, okay? Ich habe das Gefühl, so wie Arafat es erzählt, dass ein K1 mit der Zeit immer mehr zu einem Bushido geworden ist. Du hast eine Pistazien, Digga. So wie ein Bushido voller Arroganz war und Hochnäsigkeit und was auch immer. Und so wie er K1 behandelt hat, genauso wurde auch K1, er wurde zu einem Bushido, was er gar nicht gemerkt hat, und hat ebenso Shindy dann behandelt. Ne? Bushido, K1, K1, Shindy, immer so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Er hat einfach nicht den Mut. Die gucken sich das halt ab und die checken gar nicht, dass sie genauso werden. Und ich schwöre euch, hat er das gemacht, wir wären einverstanden damit. Wir wären noch Freunde und Brüder geworden. Ja, vollkommen in Ordnung. Dann kam er zurück, hat provoziert, hinher. Dann habe ich ihm irgendwann gesagt, sag mal, was ist mit deinem Vertrag? Ja klar, Bruder. Ist okay. Also hast du überhaupt Bock, deinen Vertrag zu verlängern? Also ja klar. Nächsten Tag treffen wir uns im Büro. Er ist guter Junge. Bushido war zu Hause. Ich war mit der Sekretärin, Dibo war dabei, Shindy war dabei. Auch immer, Shindy mach, Shindy tu, Shindy mach. Wie so ein Sklave hat er ihn behandelt. Ich meinte, warum redest du so mit ihm? Da habe ich auch Shindy privat gesagt, warum lässt du dich auch so behandeln? Nein, nein, ich kenne ihn schon mein Leben lang. Ich wusste, dass Shindy das egal wie macht, er wollte unbedingt endlich mal raus. Okay, und ich wusste bis dato nicht, dass er Prince of Belvedere komplett für ihn geschrieben hat. Das kam ja später, weil Shindy ja gegen ihn vorgegangen ist. Dann kam Kay ins Büro, habe ihm den Vertrag vorgelegt. Und dann, nee, Bushido unterschreibe ich. Ich vertraue Bushido und seinen Anwalt nicht. Das finde ich mal scherz. Wenn du nicht, gar nicht unterschreiben willst, dann sag es an. Wenn dein eigenes, nein, nein, ich will nur bei ihm nicht unterschreiben. Ich bin bereit, für ein Jahr zu unterschreiben. Kein Problem. Aber ich merke schon, er will nicht. Und dann soll er gar nicht unterschreiben. Dann soll er den Mumm haben, zu sagen, nein. Habe ich mein Telefon genommen und hab Bushido angerufen. Salam alaikum, hör mal zu. Er will nicht für 3 Jahre unterschreiben. Er will nur für ein Jahr. Bushido so, weißt du was, scheiß auf ihn. Ich hab's ihm nicht gesagt. Ist okay, kein Problem. Für ein Jahr. Ich bin einverstanden. Aber bei dir, Arafat, ja, würde ich 100 Jahre unterschreiben. Ich hab's über. Er hat es mir später nochmal im WhatsApp-Chat geschrieben. Den Chat habe ich mir damals gesichert. Ich so, aber wo ist der Unterschied zwischen mir und Bushido? Weil Bushido und ich sind eins. Also wo ist der Unterschied? Dann meint er zu mir, ich vertraue Bushido und seinen Anwalt nicht. Dann meinte ich, aber wenn du jetzt bei mir unterschreibst, soll ich den Vertrag auf meinen Namen machen? Geht es dir dann besser? Ja. Aber habe ich, das ist dasselbe. Weil ich mache keinen Unterschied zwischen mir und Bushido. Sage ich dir jetzt schon. Er sagt, nein, ich würde mich wohler fühlen. Okay. Wieder den Einjahresvertrag gemacht, hat er unterschrieben. Und dann habe ich gesagt, soll ich jetzt den Vertrag umwenden und auf meinen Namen machen? Also ja, okay. Gesagt, getan. Dann hat er ein Interview gehabt in Matrix mit Shindy für sein Album. Dann habe ich den Vertrag genommen, bin ins Matrix gegangen. Da waren die zwei Geschäftsführer. Dann hat er den Vertrag unterschrieben. Was habe ich gemacht? Dann bin ich wieder ins Büro gegangen. Und er sogar später, wo ich weggegangen bin, ist ins Büro gegangen und wollte den Vertrag nochmal sehen. Ich weiß nicht, was die Sekretärin gesagt hat, aber sie hat ihm eine Kopie des Vertrags gegeben. Genau. Obwohl er eine Kopie hatte. Ich habe nicht verstanden, was er gemacht hat. Aber später habe ich es verstanden. Dann hat er noch einen Auftritt in Köln gehabt. In Köln hat er einen Auftritt gehabt und in Frankfurt, auch mit Ganji. Ich glaube, dann kam er wieder und hat mir so eine Nachricht geschrieben. Ja, ihr wollt mein Geld und ich schwöre dir, er hat das ganze Geld für sich eingesteckt. Ich muss 30% abgeben und Bushido hat immer schlechte Laune, ist ein Arschloch gegenüber mir. Ja, und du, was hast du gemacht? Du standst immer hinter Bushido und dann habe ich ihn angerufen. Sowas, meine Damen und Herren, nennt man Undankbarkeit und Größenwahnsinn. Wenn du einfach von nichts kommst, ja, das ist ja immer das Gefährliche, Leute. Das ist ja brandgefährlich, wenn du wirklich aus armen Verhältnissen kommst, wenn du am Hustlen bist, so wie er erzählt hat. K1 am Anfang war nichts, Shindy war nichts. So, wie die erzählt haben, die kamen ja erstmal so aus dem Nichts. Die hatten nichts.
Und dann auf einmal, du verdienst 13 Mille am Wochenende an einem Tag, 26 Mille am Wochenende, über 100 Mille schwarz in einem Monat. Wisst ihr, was das bedeutet? 100 Mille im Monat schwarz, wie der das verballert, wie der Spaß hat, was für eine Highlife der lebt. Und dann irgendwann kommen sie zu Schosen. Umso mehr der verdient, umso weniger möchte er abgeben, weil du willst immer mehr, 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 mehr. Deswegen sagt man ja immer, arme Menschen haben immer so das bessere Herz, weil die haben nichts und würden dennoch alles geben. Aber so ein reicher Mensch so, der hat immer Angst um sein Geld, der ist so gierig, der so diese Gier nach mehr, der ist immer so, weißt du, Geld, 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 Geld. Und kann sein, dass da K1 einfach so diese Wahnvorstellung bekommen hat, der ist einfach durchgedreht, das könnte sein, weil das ist wirklich so, Geld ist vom Teufel besessen, Leute. Ja, das ist immer so eine Sache. Was bist du für eine Scheiße? Nein, du hast es falsch verstanden, so meine ich das nicht. Aber du und Bushido seid ihr eins und ich hab dir gesagt, lass uns unser eigenes Ding machen. Dann wollte er auf einmal mich vom Bushido wegschieben. Ich meine, was schiebst du eigentlich für einen Film? Ich meine, weißt du was? Bushido war so scheiße. Okay. Bushido ist gleich im Büro, er ruft dich an. Kam Bushido? Ich schwöre euch. Ich gebe aber Bushido recht. Denk nicht, ich gebe Bushido hier Unrecht. Bushido hat recht. Das Telefon genommen. Ich meine, wo war ich denn scheiße zu dir? Und ihr müsst euch vorstellen, Künstler sind immer ein bisschen Konkurrenz gegeneinander. Das ist normal. Aber ich war nie, wirklich nie scheiße zu ihm. Ich habe ihn wie einen kleinen Bruder gesehen. Und dann Bushido das Telefon genommen. Ja, wer denkst du, wer du bist? Redest mit mir. Was machst du? Bist voll abgehoben worden. Also Bushido zu Kay. Ich bin gar nicht abgehoben. Ganz, also normal. Man merkt, Kay will einen Streit provozieren. Und irgendwann sagt Bushido, hör mal zu, du Bastard. Du bist ein Bastard. Scheiß auf dich. Verpiss dich, du Bastard. Ich so, Alter. Und ich stehe zwischen zwei Stühlen. Aber Bushido hatte recht. Dann nehme ich das Telefon. Siehst du, genau das. Also hat ihm Bushido genau das gegeben, was er wollte. Ich meinte, hör mal zu, ich rede mit dir, bleib locker. Alles gut, erhol dich. Geh. Du hast doch gesagt, du hast Burnout. Burnout hat er mir gesagt. Er hat einen Burnout in der WhatsApp-Nachricht. Ich habe nicht zu Ende geredet. Er hat einen Burnout, er will sich ein bisschen. Ich meine, erhol dich, Bruder, alles gut. Dann schreibe ich ihn. Und geht's dir gut? Ja, Bro, geh, wie geht's dir? Alles gut, super, papa. Ich hatte am 9.3., guck mal, der ist im Februar abgehauen. Am 9.3. hatte ich Geburtstag. Da hat er mich angerufen mit Emery, hat mir ein Video geschickt. Happy Birthday. Also, er hat immer noch gespielt, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben wir irgendwann ein Video gesehen und hat bei Labels angefangen. Das glaube ich nicht. Ich dachte, du hast einen Burnout, du willst keine Musik machen. Nein, ich doch nicht, Bruder, und bla 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 bla. Irgendwann kriegen wir ein Video zu. Ich habe ihn dann nur geschrieben, sinngemäß, wärst du korrekt und hättest ehrlich geredet. Und immer noch sage ich dir das, biete ich dir an. Sei einfach ehrlich, komm und vergolde keine Freundschaft, sondern Bruderschaft, weil du so einen Move machst. Sag, hör mal zu, ich habe keinen Bock. Wir können uns auf alles einigen, gar kein Problem. Ich meine das richtig ernst. Ich habe mit Kay aus einem Teller gegessen. Ich war bei ihm zu Hause, ich habe seine Mutter kennengelernt, seinen Vater kennengelernt. Verstehst du? Zu denen komme ich auch noch. Nein, sie sind keine guten Menschen. Ernsthaft. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was? Oha, okay. Weil du so link bist und immer noch nicht die Wahrheit sagst, obwohl ich dir das anbiete, immer noch nicht, vergiss nicht, du hast einen gültigen Vertrag. Guck mal was an. Dann kam nach, du hast mich mit dem Vertrag überrumpelt. Ich wollte nur ein Jahr bei dir unterschreiben. Finger an. Jetzt hat er den Joker gezogen, den Bushido jetzt zieht. Arafat Abu Chaka. Okay? Irgendwann schreibt er mir, ja, schickst du mich schon Leute nach Hause? Schickst du mich schon Leute auf ein Konzert, die mich abstechen wollen? Bei Allah, Allah ist mein Zeug. Ich habe dir noch nie jemand einmal geschickt. Weil Wallahi, du bist nicht mal der Rede wert, dass ich dir jemanden schicke. Okay? Finger dieses Spiel an. Ich gehe zur Polizei, ich zeige euch an, ihr werdet alle sehen. Er brauchte jetzt, hat er angefangen. Wie komme ich aus dem Vertrag? So fing er. Irgendwann kam er nach Berlin. Dann ist ein Vorfall in Berlin passiert. Und war bei der Polizei in 2013. 12 oder 13, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Und wo Kay dann im Berliner ausgesagt hat, hier in Berlin, fragte ihn die Frau Leister. Sie haben damals ausgesagt, ich glaube 2012 oder 13, dass Arafat Abu Chaka sie in den Keller gepackt hat. Mit einem Baseballschläger, jetzt halt euch fest, mit einem Baseballschläger 50 Mal geschlagen hat, dann musste er 50 Liegestützen machen und dann wieder mit einem Baseballschläger geschlagen hat. Hä? Dann frage ich meinen Anwalt, wann hat denn der das ausgesagt? Ja, das ist von 2000, ich weiß es wirklich, 12 oder 13. Ich meinte, aber ich habe nie eine Anzeige deswegen bekommen. Ich durfte mich auch nicht mal rechtfertigen damals. Also ich wusste wirklich, ich hatte keinen blassen Schimmer davon, dass K1 bei der Polizei des Öfteren gegen mich ausgesagt hat. Ich wusste es nicht. Dass er gedroht hat, zur Polizei zu gehen und machen und tun. Dass er irgendwann mal Polizeischutz hatte bei DSDS und Co. Das wusste ich. Das hat man ja gesehen in den Zeitschriften. Man hat ja uns wieder benutzt für DSDS. Ganz gefährlich, DSDS. K braucht Polizeischutz. Blablabla. Ich war schockiert. Alter Schwede. Damals, aber ich wusste ja warum. Er hat ja nur gegen mich geschossen, weil ich ja der Vertragspartner war. Dann standen wir auch vor Gericht, vom Zivilgericht. Wo wir uns dann geeinigt haben, jetzt haltet euch fest, wenn ich gesagt habe, ich habe von Bushido nie 50% bekommen. Und weil er vorhin letztes Mal gesagt hat, aber er stellt mir eine K1-Rechnung in 50%. K von 2007 bis 2012. Ich war Gesellschafter mit 30%, okay? Also habe ich 30% bekommen. Aber wo der Vertrag abgelaufen ist und wir einen neuen Vertrag gemacht, lieber Herr Bushido, weil wir ja eins waren, haben wir uns das geteilt. Nicht du hast die 30% bezahlt, sondern von seinem Verdienst haben wir uns K1 geteilt. Weil wir dann gesagt haben,
Jeder Künstler, den wir signen, der von meiner Seite kommt, oder wie jetzt bei Kay, ja, ist ja ein neuer, also wenn er verlängert, weil er hat ja verlängert, durch mich hat er ja verlängert, nicht durch Bushido, haben wir gesagt, teilen wir. Also jeder Künstler, den ich hole, teilen wir 50-50. Wie Ali Boumaie, der mein Cousin ist, den ich geholt habe, aber dazu komme ich noch, Alis Thema, haben wir geteilt. Aber du, lieber Bushido, weil du gesagt hast, ich habe eine Rechnung, Black Friday, die Box, habe ich dir mit 50% berechnet. Du weißt, warum ich dir die Box mit 50% berechnet habe, aber nicht die CD. Weil in der Box ist ein Inhalt, was 50% dir gehört und 50% mir gehört. Deswegen. Aber die CD Black Friday habe ich nur 30% berechnet. Okay? Und da kannst du jede Rechnung der Welt holen. Zurück zu Kay. Da haben wir sozusagen das Geld für Prince of Belvedere so lange. Also zusammengefasst, alle sprechen immer davon, die Hälfte gehört Arafat, die Hälfte gehört Arafat. Arafat möchte gerade damit sagen, dass ich von Bushido gerade mal nur 30% genommen habe, was vollkommen okay ist. Und nur von all den Künstlern, die wir geholt haben oder die er gesagt Arafat geholt hat, die durch Arafat unterschrieben haben, von denen haben die 50% verdient. Also hat er 50% verdient und Bushido die anderen 50%. Das bedeutet, K1 kommt, K1 erzielt für die beiden im Monat einen Umsatz zum Beispiel von 100.000. Sagen wir mal, denen bleibt jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50.000 übrig von K1. Das heißt, 50.000 wird durch Bushido und Arafat geteilt. 25 jeder. Das will er damit sagen. Okay. Zurückgehalten, also auf Eis gelegt. Ich habe auch keine Rechnung geschrieben dafür, weil es war vor Gericht und wir wussten nicht, was passiert und wir wollten uns nicht bedienen. Irgendwann haben wir uns geeinigt, ja, vor Gericht. Da rief mich die Frau Betzenberger an, der Herr Bouchard, sie hat mich ja vertreten. Zuerst hat mich der Anwalt, der Kollege von Achim Zerbe hieß, der hat mich vertreten, mich alleine, ohne Bushido. Und danach kam Bushido und Zivilprozess mit rein. Wir haben uns dann geeinigt vom Berliner Zivilprozess. Ich glaube, war, ich weiß nicht, ob Tegeler Weg oder irgendwo, haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, ich habe gar keinen Nerv mehr. Lass ihn raus. Prinz auf Belvedere rechnen wir ab, ja, und er kann raus. In 2013 und 14 hatte Bushido auf einmal, wollte K1 eins richtig aus. Er hat von mehreren Leuten, da war ein Mädel, die war minderjährig. Aber da hat sich nun nicht K1 bedient, da haben sich mehrere bedient bei ihr. Ekelhaft. Sie war ziemlich minderjährig. Und dann sind wir zu einer Anwältin gegangen, ich möchte nicht ihren Namen nennen, und da wollte Bushido undercover gegen K1 vorgehen, wegen Vergewaltigungsvorwürfen, dass er eine Minderjährige vergewaltigt hat. Da hat sich auch K und sein Vater, sein Stiefvater, den er hat ihn jetzt adoptiert, er heißt nicht mehr Kenneth Glöckler, sondern Borowski, haben sich sogar gestritten für eine und dieselbe minderjährige Rolle. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da wollte... Was laberst du? Bushido konnte es nicht abhaben, dass K in der Jury war vom DSDS. Also was hat K gemacht? Was hat Bushido gemacht? Dann wollte er zu Anwälten sagen, was kann man damit machen? Da habe ich Bushido gesagt, sag mal, das geht ein bisschen zu weit. Das ist sein Problem, nicht unser. Also ist Bushido, was hat Bushido gemacht? Hat ihn die Anwältin empfohlen, Anwältin. Er solle die CD per Mail, also den Inhalt, zu RTL schicken. Da habe ich gesagt, was laberst du? Bushido übertreibt deine Rolle nicht, lass mal. Dann ist Bushido gegenüber am Kurfürstendamm. Da war so ein Internetcafé. Irgendwann kam er zu mir und meinte, weißt du was, ich habe es trotzdem RTL geschickt. Meinte, was hat das eine mit das andere zu tun? Nein, dieser Bass, Entschuldigung, dieser B, der verdient es nicht anders und bla 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 bla. Ich meine, weißt du was, ich distanziere mich. Kannst du machen, was immer du willst. Also hat der RTL die ganzen Videos geschickt. Jetzt weißt du, okay, nein, du hattest nie recht. Du warst ein sehr, sehr, sehr falscher Mensch. Berechnend hast nur gewartet darauf, dass du das bekommen hast, was du bekommen hast. Ja, und wie gesagt, jeder liegt in Freiheit, gegen mich vorzugehen. Ich werde, wenn ich Post bekomme von meinem Anwalt, werde ich alles offenlegen. Alles. Okay? Dann kam es irgendwann ein Gericht, wo K1 gesagt hat, irgendwelche Leute haben ihn dann angegriffen, hier in Berlin. Dann hat er einen Namen genannt und der stand vorhin vor Gericht, möchte seinen Namen jetzt hier nicht sagen, und er hat einen Freispruch bekommen. Das war die Kurzfassung von Kenneth alias Glöckler. Deswegen verstehe ich nicht, wie viele aus NRW so gut mit ihm befreundet sein können und sagen, wer mit der Polizei redet, mit denen haben wir nichts zu tun. Den Rest müsst ihr euch selber ausmalen. Wer mit ihnen zu tun hat und wer nicht mit ihnen zu tun hat. Und wie gesagt, ich war schockiert, dass ich erfahren habe, 11 oder 12 Jahre später, dass er vor 12 Jahren, gebe ich mal ausgesagt, richtige Aussagen. Und Kay hat dann gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern. Was sagte mein Anwalt? Ja, an Lügen kann man sich auch nicht dran erinnern. Ja, dann kam er, hat ausgesagt. Und nicht, wie die Frau Leister sagt, jeder hatte Gehirnschwund. Nein. Jeder Zeuge hat ausgesagt. Aber die Leute, die nicht ausgesagt haben, was zu verbergen gegen sich selber, weil sie Angst haben, auszusagen, weil sonst würden sie sich selber belasten. Das war der erste Teil zu K1. Deswegen habe ich gesagt, wir fangen human an. Das wollte ich mal loswerden, weil er immer gesagt hat, hat Kay recht? Nein, Kay hat nicht recht. Kay hatte noch nie recht. Kay hat nur rumgelogen. Bis zum geht nicht mehr. Nur, dass er vom Vertrag rauskommt. Shindy hat er übrigens bis heute nicht für Prinz auf Belvedere bezahlt. Kein Cent. Shindy hat auch versucht, gegen ihn vorzugehen. Zivil. Krass. Rechtlich. Er hat ihn keinen Cent bezahlt. Keinen einzigen Penny. Ihr werdet mir das nicht glauben. Ich wusste nie, dass Kay Drogen erreicht. Kay war ein Kokser. Der hat geguckt wie ein Welt. Ich glaube, sah man doch, wusste man doch. Kam, wie findest du es bis jetzt? Spannend, man muss sagen, sehr, sehr, sehr spannend, weil das sind Seiten, die wir so gar nicht kennen. Ne? Also einfach mal Arafats Sichtweise zu sehen, sage ich mal, ist crazy, Digga, so.
Ne? Einfach, weil er weiß ja, wie es war. Klar, am Ende des Tages, ob alles jetzt real ist, wissen wir nicht, aber es kommt auf jeden Fall zu 90%, sage ich mal, so rüber. Weltmeister. Und dann abgehauen ist, hat mir jeder gesagt, wusstest du nicht, dass er kokst? Dann ist er so, du, Punkt. Warum sagst du es mir erst jetzt? Ja, okay, er hat sehr, sehr stark gekokst. Stimmt. Ob was das mit den Drogen zu tun hat, weiß ich nicht. Nein, er hat Shindy wirklich wie Dreck behandelt. Und ich habe gesagt, ich habe ihn das öfter noch angeschrien deswegen. So, weil ich fand das nicht in Ordnung. Und er meinte, er ist... Wenn ihr wüsstet, wie viele Rapper buffen, ziehen, das, ich habe Sachen gehört. Das ist nicht normal, aber ich glaube mittlerweile in diesem Geschäft, ich weiß noch einmal, ein Rapper, seinen Namen will ich nicht nennen, der ist bei anderen Rappern, die wollen aufnehmen und die Rapper sind voll am Buffen, am Rauchen, am Trinken und der so, hier, nimm. Der so, Bro, ich rauche nicht, danke. Der so, wie? Wie, du rauchst nicht? Wie? Hä, wie nimmst du denn auf? So. Das ist für viele Rapper so normal geworden, dass sie sich erstmal voll dicht machen müssen und dann besser, keine Ahnung, schreiben können, aufnehmen können, was auch immer. Das gehört einfach so dazu, Digga, weißt du? Eklig. Das ist ein Newcomer. Newcomer muss man so aufbauen. Newcomer sind erstmal Sklaven. Und wenn Shindy wirklich korrekt ist, bestätigt, ja, man hat gesehen irgendwann, wo ihr Sohn ein bisschen Erfolg hatte, wollte dann die Mutter immer nur mit den... Ja, ich glaube nicht, dass Shindy das bestätigen wird, der so einen Status hat mittlerweile, der dann sagen wird, ja, ein K1 hat mich rumkommandiert, ich musste sein Auto vorfahren, ich musste das machen, habe sein Album für umsonst geschrieben, glaube ich nicht. Leuten Creme de la Creme zu tun haben oder in einer VIP-Welt, Alter, was für eine kaputte Welt... Sein Vater dachte, der wird, sein Stiefvater wird Model von Baldessarini. Hat die Leute dann blöd angemacht, hat der Shindy und K1 richtig fertig gemacht, warum sie ihn nicht einen Deal mit Baldessarini besorgen, weil er so gut aussieht und die Klamotten, er konnte doch für die Model alle einen Höhenflug, weil denken, keine Ahnung, er hat ein bisschen Erfolg. Welche Alben hat K geschrieben? Für Bushido? Alles von 2007 bis 2012. Warum ich, Was? 5 Jahre durchgeschrieben? Ey, Junge! Das Koks von, das Koksen von K1 nicht bemerkt habe, hätte ich das bemerkt, hätte ich mit ihnen nie wieder was zu tun haben wollen. Weil ich distanziere mich von Leuten, die Drogen nehmen. Ernsthaft. Warst du richtig befreundet mit K? Ich war nicht nur befreundet mit K, ich habe den wirklich wie einen kleinen Bruder gesehen. Ich bin für K durch dick und dünn gegangen. In etlichen Clubs bin ich gegangen, habe mich geschlagen für ihn. Er kam in jeden Club rein. Mir wurde nachts angerufen, hier behauptet jemand, es ist dein Bruder. Aber er ist ein Lügner, weil er sieht vietnamesisch aus. Ich wusste, dass es K war. Da meinte ich, das ist mein Bruder. Das ist ungelogen. Da waren wir einmal in Matrix, wo dann da waren drei, ich glaube zwei oder drei Israelis. Und wir waren im Club und wir quatschen mit denen. Hey, where you come from? I come from Israel. Und er fragt mich, und du, von wo kommst du? I'm Palestine. Ja, so cool, bla 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 bla. K kriegt einen richtigen Raster. Du Scheiß, Punkt. Du Scheiß, und fängt an zu schreien. Tickst du nicht mehr richtig? Bei Allah. Ich musste fast K schlagen, weil er die so krass angegriffen haben. Was haben die gemacht? Irgendwann stand es riesengroß in der Zeitung und in der Bild-Zeitung. Antisemitische Hetze, antisemitische Übergriffe, nicht Hetze und Ausdrücke. Ich will gerade was dazu sagen, Digga. Denken wir gerade alle dasselbe, Leute, ne? Da hat er wenigstens eine Sache, naja. Und bla bla bla, wurden mit Gas besprüht, etc. pp. Bababab, alles. Das war, glaube ich, ein Jahr davor. Ja, Free Palestine. Kurz gefasst. Ja, bevor Kay irgendwas gemacht hat. Stimmt, doch einmal, jetzt macht's Klick. Doch, der hat mich angezeigt. Er hat mich verraten, er hat mich nicht angezeigt. Genau so war das. Irgendwann habe ich Post bekommen, wegen Körperverletzung. Weil K1 gesagt hat, ich hätte sie geschlagen. Also die Israelis. Ich habe aber keinen Israeli geschlagen. Ich habe nicht mal jemand angefasst. Wirklich, im Gegenteil. Ich habe denen geholfen. Jetzt sagt er, weil die haben uns nichts getan. Ist egal, von wo der kommt. Die haben uns nichts getan. Und er... Keine Ahnung, betrunken und macht auf über keine Ahnung was und will jetzt auf einmal den angreifen, weil ich Palästinenser bin und er Israeli. Nicht mal, ich habe mich aufgeregt. Ich habe ihn fast genommen, ich hätte Kay selber fast geschlagen. Irgendwann kriege ich Post vom LKA wegen Körperverletzung. Was? Körperverletzung? Ich gucke, ja, wegen Matrix, Übergriffe an drei Israelis. Mein Anwalt holt die Akten und in der Akte steht drin. Ein Jahr später hat er mich verpfiffen mit diesem Vorfall, obwohl er es war. Dann holt der Anwalt die Akten. Ich habe nie verstanden, warum ich überhaupt eine Anzeige bekommen habe, obwohl die Israelis selber gesagt haben, ich habe die Akte sogar noch, dass ein Schlitzauge sie angegriffen haben und der andere, der Dunkle, also ich, denen geholfen habe. Aber ich soll die Anzeige bekommen. Das muss mal jemand verstehen. Warum? Weil jetzt ist wie Bushido. Weil jetzt K1 der Liebling des LKA ist. Wir müssen irgendwie Arafat bekommen. Aber davor, wo er, also paradox, und dann, wo er eine Wohnung gefunden hat in der Fuggerstraße, ja, dann ist er von mir umgezogen, hat eine Wohnung gefunden, wollte alleine leben, also eine Wohnung ist normal, dass er eine Wohnung haben wollte. Und dann irgendwann hat er mich eingeladen zu seiner Wohnung. Ich komme hoch, ich gucke, Mann, bist du bekloppt? Steht auf dem Schild so Bilal Abu Chaka. Warum machst du das? Also wenn Abu Chaka unten und oben steht, kann mir keiner was. Du bist komplett durch, wa? Ja, Fuggerstraße, das ist diese... Ja, genau. Ja, da hat mich Kay verpfiffen, dass ich angeblich drei Israelis angegriffen habe, weil wir Streit haben und der musste... Genau, hinter KDW, ist richtig. Keiner weiß, du hast Ahnung.
Genau da hat er gewohnt. Also musste er mich, egal wie schlecht machen, wieder ein Bild aufbauen, dass er aus dem Vertrag rauskommt. Ich habe sie angegriffen, obwohl die Israelis selber gesagt haben, es war ein Schlitzauge. Also chinesisch. Keiner hat ihn gefragt. Kein Mensch. Und da war noch ein Vorfall im Graffiti. Kein Mensch hat ihn gefragt. Er ist einfach hingegangen und hat mich da und da verpfiffen. Echt besser? Okay, dann war ich ja, wenn ich nicht im Laden sein muss. Körperverletzung, Körperverletzung. Obwohl ich das nicht mal mache. Wie war die Flucht von Kay? Nacht und Nebel aus der Sicht, wie lief es ab? Welche Zeitung? Was für Nacht und Nebel? Der kam, hat gesagt, ich bin morgen. Er kam von Köln, hat gesagt, ich komme nach Berlin, hat seine Sachen gepackt, ist gegangen. Er hat sich bei niemandem gemeldet. Die Nacht und Nebel-Aktion war nur, dass er niemand Auge um Auge sprechen kann. Weil, ja, weil er sich bestimmt. Was will er erzählen? Nach was? Was war das beste Erlebnis mit Kay? Also, wenn du mit Kay unterwegs warst, die war nie langweilig. Du hattest immer was zu lachen. Er konnte die Leute so krass verarschen. Aber so auf eine humorvolle Art und Weise. Wir waren mit Kay unterwegs, wir haben den AMG von Zintelfingen abgeholt. Und wir waren von Stuttgart nach Berlin und es war langweilig. Haben angefangen, Leute anzurufen. Okay, er hatte ja voll viele Nummern und hat jeden eingeladen im Borschatz. Und hat mit denen, ja, ich bin Firma sowieso. Und ich glaube, er hat 15 bis 20 Leute in so einen Tisch eingeladen im Borschatz. Und dann habt ihr Bock, das und das mitzumachen. Ich verdiene das und das. Er hat richtig hoch angesetzt. Und nach zwei Minuten von, sagen wir 50.000, hat er gesagt, 5.000. Und, wie? Aber sie waren 50. Ja oder nein? Richtig aggressiv. Ja, okay, da treffen wir uns im Borschatz. 21 Uhr Borschatz. Hat er einen Borschatz-Tisch reserviert auf irgendeinen Namen, auf irgendeine Firma, die er angegeben hat. Und dann hat er den Leuten erzählt, wenn das dann so ist, dann werdet ihr alle eingeflogen von egal wo ihr seid, nach Ibiza. Und dann hat er, da sind so 12 Leute eigentlich, die, ja, die früher bei irgendeinem Shows teilgenommen haben, jetzt nichts Besonderes. Und wir sind dann ins Borschatz gegangen, sind nicht reingegangen, haben uns, da ist so ein riesen Schaufenster zusammengekommen und die saßen da und haben gefragt. Hat Kay angerufen. Also diese Leute, die wir da versammelt haben, als ich wieder in die Firma, das sind richtige Penner, haben gar kein Geld, schmeiß die raus. Das ist so ein Idiot. Eine Sache erzähle ich noch schnell. Da sind wir von. Muss man sagen. Geiler Prank, geile Story. Also ich glaube schon, dass der Kay ein lustiger war, Digga, und der nur Scheiße in der Birne hatte. Zürich nach Berlin geflogen. Und es gab so krasse Turbulenzen. Mit einer Überraschung, Baser. Oh, also morgen bin ich von 14 bis 18 Uhr im Laden. Komm gerne vorbei, danke. Allah, ich dachte, das war's. Ich saß im Gang, in der Mitte war frei und Kay saß ganz rechts. Und die Turbulenz haben nicht auf, die wurden immer schlimmer. Das habe ich gemacht. Ich habe Al-Fatiha gelesen. Ich habe Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah gesagt. Und habe so Koran-Suchen gelesen. Und Kay hatte Todesangst. Und er meinte zu mir, ach, warum bist du so ruhig? Und Allah, wenn heute unser Tag gekommen ist, dann weder du noch ich noch irgendjemand kann was machen. So wird es geschrieben, so wird es passiert. Dann meint er so zu mir, okay, was ist, wenn wir in dem Moment sterben? Also beispielsweise stürzt ab, wir sterben. Ist so in erster Linie, weiß das nur Allah Azza wa Jal. Aber nein, nein, wenn ich jetzt nicht, also du bist ja Moslem, ist so, ja, und ich als nicht als Moslem gestorben bin. Ist so, wenn du nicht als Muslim stirbst, ja, nach meiner Religion, an der ich auch glaube, kommst du in die Hölle. Also wie? Ist so, ja. Also wie kannst du so cool reden? Bist du sicher, dass du ins Paradies kommst? Ist so, nein. Nur der Tod ist sicher. Ich bin mir nicht sicher, dass es ins Paradies kommt. Aber inshallah, yani, so Gott will, hat er Erbarmen mit mir und ja. Aber Alhamdulillah, ich sage La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed sein Diener gesandt. Er meinte, was würdest du mir raten? Weiß nicht, was ich dir raten soll. Ich kann dir nur raten, an der Religion, an der ich glaube, ist der Islam. Okay, was muss ich machen, dass ich konvertiere? Das ist so ganz einfach. Du sagst, ich bezeuge, es gibt keinen anbetungswertigen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Diener gesandt. Dann bist du ein Muslim. Gott ergeben. Und dann, wenn du daran wirklich glaubst, von Herzen, glaub, meine Religion, laut an was ich glaube, kommst du ins Paradies. Wallah, ungelogen. Boah, sehr, sehr interessant gerade. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Auf Allah. Also okay, was soll ich sagen? Also, willst du wirklich im Islam konvertieren? Also ja. Bist du, du hast Angst. Also ja. Sag. Spätestens dann, wenn du so an einem Punkt angekommen bist, wo irgendwas passiert, wo du den Tod in die Augen schaust, dann kehren alle zu Gott zurück. Egal, zu welcher Religion du angehörst, du hast jahrelang dich nicht bedankt bei deinem Schöpfer. Du hast vielleicht nicht gespendet, dir war alles egal, du hast dein Leben gelebt, was auch immer. Und auf einmal merkst du, ich könnte gerade sterben. Dann heißt es, oh mein Herr. Und in dem Moment erst kehrst du zurück, wie traurig das eigentlich ist, dass du nur an solchen Situationen, an deinen Schöpfer denkst, ne? Das war gerade ein Paradebeispiel. Ashhadu, ashhadu, an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ich habe ihn das übersetzt. Wo er das ausgesprochen bei Allah. Klarer Himmel. Die Wolken unter uns, wie so ein Teppich. Das Flugzeug. Er guckt dann nach links. So krass. Das hatte ich was. Ich überlege wirklich, zum Islam zu kommen.
Stimmt, aber du hast doch gerade... Was? Aber ich überleg's mir noch. Ich sag... Krass, was für ein Zeichen. Ja, das ist kein Zufall. Was für ein krasses Zeichen. Und im gleichen Atemzug, wo alles diese ganze... Ey, Bruder, der Typ ist ja Hammer. Der hat ja richtigen Schaden. Der hat ja einen richtigen Dachi, Digga. Turbulenzen weg waren wirklich, wo er das gesagt hat. Wallahi, gut, ganz ruhig. Ich guck raus, Sonne scheint, die Wolken wie ein Teppich. Und dann sagt er im Geschäft, ich überleg's mir. Ich war eigentlich sauer, das muss er selber wissen. Ich so, ja, subhanallah, Allah hat dich recht, leitet recht, wen er will. Aber wie gesagt, es hat auf jeden Fall, die Turbulenzen haben... Krass, sehr krass. Aufgehört. Also... Kleiner Funfact, damals einfach vor vielen Jahren war einfach K1 mit DMX, dem Rapper aus Amerika, ich glaube, der ist mittlerweile gestorben, ne? DMX, oder? DMX und K1 waren einfach gemeinsam mit ein paar Leuten von hier, die auch was zu sagen haben. Die waren einfach hier im Café am Chillen, Digga. Die sind in so einem Cabrio, ich glaube Bentley oder so. Sind hier durch die Straßen gefahren, Digga. Ich schwör's dir. So, es ist jetzt, was war mit der, also Torek, das mit der Ranse, das ist nur ein Gerücht. Also ich habe nie gesehen oder irgendwas bemerkt. Wir waren bei wo Bushido Anna Maria kennengelernt hat. Wo waren das? In Köln. Wie heißt das Ding? Da hat Kay einfach mit dieser 2,5 Meter ein bisschen Spaß gemacht. Und diese L'Oreal. Also, das hat Bushido nur erfunden, um ihn schlecht zu machen. Warum ich das nicht gemerkt habe, ich sag dir ganz ehrlich, er ist mit mir nach Hause gegangen. Wir sind also in zwei verschiedenen Zimmern schlafen gegangen. Okay, dann ist er manchmal Wochenende ist er mal rausgegangen, was normal ist. Ich hab's nicht gemerkt. Weil Kay kam ja, wenn er Drogen genommen hat, also was ich vermute, ich habe nie gesehen, dass er Drogen genommen hat. Nie. Selber mit meinen Augen, nein. Jeder war dabei, hat das dann mit ihm gemacht, aber wollten ihn nur schützen. Und ich glaube, bevor er mich gesehen hat, hat er sich so voll gepumpt mit Alkohol, dass ich das gar nicht mehr gemerkt habe. War Kay und Bushido nie dicke. Nie. Die waren nie dicke. Aber mit Bushido dicke zu sein, ist auch schwer. Aber ich kann auch nicht sagen, okay, Bushido sieht aber auch wirklich sehr anstrengend aus. Also Bushido ist schon, glaube ich, so ein sehr, sehr anstrengender Mensch. Hat so seinen eigenen Kopf, ne? Das merkt man auch. Wenn Bushido so mit irgendjemandem so ein Interview macht, am Reden ist oder... Das sieht man den schon an. Shido war jetzt nicht gerade freundlich zu Kay. Der hatte mal eine gute Zeit und mal eine schlechte Zeit, so wie Bushidos Laune im Sinn. Aber trotzdem hat Kay nicht das Recht gehabt, so eine Nummer abzuziehen. Auf keinen Fall. Wie war Kay zu meinen Kindern? Meine Kinder und Kay waren so top. Ich habe meinen Kindern manchmal auf Tour mitgenommen. Und Kay hat sie dann auf die Bühne genommen. Die haben dann gerappt. Ich meinte, denkst du nicht mehr, ich möchte das nicht. Und die waren richtig gut miteinander. Auch wo dann meine Kinder von den Ferien kamen. Haben wir alle in einer Wohnung geschlafen. Wir waren richtig, richtig gut miteinander. Wann ich gemerkt habe, dass Kay, ich wollte es nicht glauben, dass Kay eigentlich link ist, aber ich habe es gemerkt, so, wo Ganji ihn dann immer mehr Auftritte hatte. Also er war immer gefragter und immer gefragter und er hatte immer mehr Club-Auftritte und sein Motto war immer Sexy Teens, Sexy Teens, Sexy Teens. Ich habe nie gesehen, wie er mit einem Teenie was hatte oder so, aber die Videos und die Chats habe ich wirklich gesehen. Wir müssen meine Kinder, Bushidos Kinder. Ja, hat das vergessen. Wollte Kay, Bilal Abushaka, ja, wollte er wirklich. Er hat Kay zu EGJ-Zeiten Flair respektiert. Es gab auf jeden Fall eine Situation, wo wir auf Tour waren und Kay, Flair und Bushido haben ja ein Album rausgebracht, BMW, Burning Most Wanted, und die haben ein paar... Ja, Mann, Digga, erinnere mich auch noch. Ja, Mann. Was sonst auf Tour zu machen. Und die haben dann immer Flair versucht, richtig krass zu verarschen auf der Bühne. Und dann kam Flair zu mir und sagte, was soll das? Wir wollen auf cool machen, auf meinen Nacken und so. Und dann wollte Flair die Tour abbrechen und wollte einfach abbrechen. Dann beschließt du mir, nein, das geht so nicht. Ich meine, ja, aber ganz ehrlich, was soll die Scheiße von dir und Kay? Ich kann ihn verstehen, dass er abbrechen will. Ihr verarscht ihn hier mitten auf der Bühne. Veräppelt ihn, lässt ihn sowieso ein Vollidiot stehen. Ich dachte, ihr seid ein Team. Ich dachte, okay, für ein Album. Kay war schon ein guter Schreiber, guter Freestyler, wirklich. Denkst du ab und zu an den alten Zeiten? Glaub mir, wenn du so enttäuscht bist und im Nachhinein so, keine Ahnung, 13 Jahre hörst, was er für Aussagen gemacht hat. Obwohl er die Aussagen hat er damals gemacht, aber anders eben mit den Israelis und die Körperverletzung im Graffiti. Ich habe ja damals Anzeige bekommen. Und wo wir Akteneinsicht bekommen haben, da stand ja drin, wer so eine Aussage getätigt hat. Das war Kay. Wollte mich auch wieder ins schlechte Licht bringen. Wegen krass. Den Vertrag. Es geht immer nur um Vertrag, immer um Kohle. Anstatt einfach mal zu sitzen und einmal zu arbeiten. Ich will mein eigenes Ding machen. Mein Vertrag ist abgelaufen. Alles cool. Ist Kay bisexuell? Nein, Mann. Am Dienstag gebe ich euch Neuigkeiten, wann der nächste Stream ist. Und ja, egal wer hier was schreibt, welches nächste Thema ist. Wir suchen meine Themen selber aus. Dann ach, das hat der im... Das Video ist im Stream entstanden. Der war live. Der beantwortet Fragen aus dem Stream und dann laden die das auf YouTube hoch. Was laberst du? Wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend oder gute Nacht. Bleibt gesund und endet bloß nicht so. In dem Sinne, ciao. Tamam. Das war's mit dem Video. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Teile, Leute. Macht's gut.